Wir haben angefangen mit eigentlich einer Ablösung eines Mikrofischsystems im Bereich Stadtkasse. Wir haben mittlerweile seit mehreren Jahren eine komplett digitale Akte im Bereich Wohngeld. Wir sind im Moment dabei, unsere Poststelle quasi zu einer elektronischen Dokumentenverwaltung zu machen, wo später mal gescannt und so werden soll und dann halt die Dokumente auch digital durchs Haus laufen. Wir haben an mehreren Ecken so Sachen abgelöst, wo viel Papier abgeheftet wird, dass das gar nicht mehr ausgedruckt und abgeheftet wird, sondern dass es in elektronischen Akten landet, um halt da auch entsprechend die Arbeit einzusparen. Also grundsätzlich natürlich immer im Hinblick auf die Tatsache, dass wir Papier und Kosten sparen wollen, aber auch um Arbeitsabläufe halt schneller zu gestalten und auch im Hinblick auf den demografischen Wandel mit entsprechend weniger Personal abbilden müssen. Uns verlassen in den nächsten Jahren ungefähr 100 bis 150 Leute, die wir größtenteils nicht ersetzen werden können aufgrund der Kosten, sodass wir da dann halt versuchen, durch automatisierte Prozesse das abzufangen. Also mit der Lösung sind wir voll und ganz zufrieden. Wir würden sie jederzeit wieder nehmen. Sie ist sehr flexibel. Wir haben uns selber ausbilden lassen, um das System wirklich richtig nutzen zu können. Und ich denke mal, das ist auch notwendig, weil bei dem Kundenzuwachs, der gerade auch im öffentlichen Bereich in den letzten Jahren gewesen ist, wird sonst zu schleppend. Also ich denke mal, für die Zukunft weiß ich, dass ich keine Langeweile kriegen werde, ne, weil wir haben vor, unsere ganze Verwaltung wirklich digital zu gestalten. Auch da würde ich jetzt den schönen Spruch, den ich heute Morgen gemacht habe, wiederholen: Nicht lange warten, machen.